Hallo und willkommen zu einer Folge etwas 2. So, wir sind noch dabei, hier unser Erfolg mit den Bienen dann abzuschließen. Ist ja quasi auch ein Jumping-Puzzle. Oder mehrere Jumping-Puzzle so gesehen. Gucken, wie das hier heute läuft. Letztes Mal haben wir ja schon am Ende der Folge noch ein bisschen reingekackt. Dann habe ich gesagt, komm, wir machen hier morgen weiter. Oh, das war close, glaube ich. Wait, muss ich hier hin? Hey, falsch aus. Den Kopf angestoßen. So, los. So, dich habe ich auch. Das war eben der, den ich beim Einmal-Event noch gemacht habe. Fahrerseil kann ich von der Tür mehrere auf einmal einsammeln für den Erfolg. Dass ich jetzt quasi hier war und ich einfach zum nächsten gehe. Ich weiß nicht, ob der nächste ist. Hier müsste ich den, glaube ich, mit einem Gleitschirm rüber durchbauen. Ich probiere es aber mal aus. Das haben wir Bob. Kann ich das hier einfach rübergleiten? Oder muss ich das jetzt einmal abgeben gehen? Aber ich kann ja nicht mehr rübergleiten. Ne? War es gerade falsch, was ich gemacht habe? Den habe ich halt schon. Oder gibt es einen anderen Weg? Das muss doch richtig gewesen sein, oder? Ich kann auf jeden Fall mehr Honig sammeln. Okay, hä? Das sind meine zwei auch quasi gefühlt gerade Millimeterarbeiter nur, aber. Ich bin da gerade. Gab es noch einen höheren Punkt? Hab ich gerade nicht gesehen. Gab es noch einen Ast, der höher gelegen war als der, wo ich gerade eben drauf stand? Alter. Viel zu weit gesprungen, ey. Oh, ich hab mein Ding so schnell wieder Level ab. Pop. Mehr Sachen freigeschaltet. In unserer Heimstadt. Und den Ruhebonus. Was so ein Ding ist, was wir genau uns da freigeschaltet haben, das werden wir uns dann mal angucken, wenn wir quasi alle Punkte frei, also alle Beherrschungspunkte fertig haben da. So viele Mets habe ich jetzt im Dekorieren, glaube ich, eh nicht davon abgesehen. Ich habe halt mal ab und zu ja mal was eingesammelt, aber es wird jetzt auch nicht so für so viel reichen. Hier hinten bin ich höher, ne? Wait. Ich muss hier weiter, kann das. Jo, hier muss ich rüber. Guck mal, ich musste gleich von oben rüber gleiten. Das geht hier weiter, das Jumping Puzzle. Ach du Scheiße, jetzt muss ich darauf landen. Aber auf jeden Fall da hinten auf den Knus am besten, ne? Da sind noch zwei. Ich denke, da fehlen noch drei, oder nicht? Wo ist der dritte? Eins. Ah ne, da sind hintereinander, okay. Und lande ich da hinten, kann ich mal mit dem Gleitschirm versuchen, da hinten drauf zu fliegen, ne? Und gleich hier oben. So. Muss nicht mehr verkacken, also wer so weit ist, will ich nicht mehr verkacken, ja. So. Oh, Alter, nicht rein. Baum, hör auf. Das kriege ich jetzt einmal gleich schon rüber zu gehen. Schafft man das? Ich kann nicht sagen, ich habe einfach zu viel Angst gerade. Ich glaube, ich gehe noch höher und springe von oben runter. Also ich glaube, man schafft das, aber ich will jetzt ja auch kein Risiko eingehen oder den nochmal herspringen müssen. Allerdings, ich muss von da aus aber auch eigentlich wieder zurück. Ne, halt, wir holen jetzt erst den nach oben und springen dann da runter. Ja, komme ich von da aus nicht wieder zurück oder so. Da bin ich so schlau. Deswegen, wenn ich jetzt hier runterfalle, lande ich hoffentlich da unten drauf einfach. Was war das jetzt hier? Ich will jetzt nicht mal Kopf da anstoßen. Gott. Jetzt darf ich nicht mehr runterfallen. Oh Gott, ich bin nicht gesprungen, bin gerade nur gelaufen, ey. Wie kann ich da hochlaufen? Ich sehe nichts, mein scheiß Baum geht weg. So, jetzt darf ich wieder failen von der Theorie. Also, kann schon sein, dass ich genau durch eine Lücke nach unten falle, aber. Chance ist groß, dass ich hier aufgefangen werde. Deswegen, über mir blockt mich nicht, oder? So. Das sollte jetzt nicht so schwierig werden, hier drauf zu landen. So, haben wir den auch. Noch ein Beherrschungspunkt mehr. Perfekt. Und dann gehen wir rüber zur anderen Karte und machen da die Abenteuer. Was den Honig abgeben können, ne? Egal, das Event hätte ich eh nicht fertig gekriegt. Scheiß drauf. Ich habe gerade keine Ahnung, wo der irgendwo Abenteuer ist. Deswegen porten wir uns gerade einfach mal kurz irgendwie rein. Gucken wir nach. Also ich kann ich mal kurz einfach bei den Erfolgen nachgucken, welche Abenteuer es gibt, die ich alle auf Silber schaffen muss. Weil die werden ja alle hier wieder irgendwie. Ach, scheiße, ja, nicht, heißt nicht Abenteuer. Kriegsklauenlauf, voll der Blut. Das hier muss ich auf jeden Fall machen. Das war's anscheinend.
Ja, damals immer die Events-Dinger. Also zumindest das ist das Einzige, was mir was bringt. Gibt's noch mehr außer das, außer der Kriegsklauenlauf? Warte mal. Wo sind denn welche? Sehe ich die so gar nicht? Warum sehe ich die jetzt nicht mehr? Da. Das habe ich mal gemacht für die Story. Das müssen wir gleich mal mit dem Typ mal reden, aber habe ich da nicht auch gemacht? Hier oben war nochmal irgendeins. Blick von oben, aber anscheinend ist das nicht relevant für das Flinke Skiffe, aber es ist irgendwie nicht relevant für die Beherrschungspunkte immerhin, das ist von der Theorie her. Das ist der Kriegsklauenlauf. Die werden ja wahrscheinlich auch so hier drin sein. Ich meine, ich werde die trotzdem wenigstens dann einmal machen. Aber das Gute ist, ich brauche nur das hier machen für den. Für die Dings. Für den Beherrschungspunkt. Das ist immerhin praktisch. Ich weiß nicht, was das hier denn ist. Vertreibt Feinde aus irgendeinem Garten, was er dabei umkommt. Cool, es wird irgendein Event sein. Alles gut, dann brauche ich mich wenigstens nur bei dem hier richtig anstrengend. Die anderen sind dann egal. So, wo geht's denn längst überhaupt? Ja, das sehen die mit dir wenig reden. 1 Minute 15. Okay, da wird's längst. Geil, erstmal hier schon mal am Stein festhängen. Fängt das schon mal gut an. Was? Als ob ich da nicht durchlaufen konnte. What the fuck? So fand ich den jetzt nicht unbedingt, dass ich da hier durchspringen müssen. Ja, bisher noch keine Ziele zum Ab. Also hier sind auch gar keine Ziele, sehe ich gerade. Wir haben nur einfach nur ein Rennen. Da kann ich meine Finger von der 4 auch runternehmen. Hä? Ach komm. Ich denke, das sieht eigentlich so aus, wenn man halt durchkommt, ne? Es ist. Ach, ich weiß nicht, ich sage das nichts mehr. Die Rennen sind, die sind alle Schmutz, ey. In der Erweiterung, ey. Also dass man da auch einfach nicht durchlaufen kann, dann macht die halt noch höher. Es ist wenigstens man eindeutig sieht, dass man da durchspringen muss. Ich glaube, ich hätte meine Endfähigkeit ja öfters benutzen müssen. Die letzte. Ich glaube, da wird es bei mir bei Gold gleich schon dran hapern gefühlt. Wohin? Geronimo! Da muss ich wieder durchspringen. Was geht hier ab, ey? Will mich nicht angreifen, danke. Und Ziel. Und wir haben immer ein Silber noch geschafft. 13 Sekunden. Ja, ich habe das zu wenig benutzt. Also eigentlich muss man es halt durchspammen, so gesehen. Aber wie gesagt, Beherrschungspunkt haben wir. Okay, dann, ich sag die anderen, glaube ich, noch. Weil das, weil ich kann mal zu den Typen mehr gehen, ob das die einzigen beiden Abenteuer sind oder ob ich gerade aber zu blind bin. Also ob das dann die vier quasi, die sind auf der Map. Deswegen gehen wir mal kurz zum Speer da hinten. Und fragen den mal, was die Sache ist. Halt da hinten. So, zeig mal her. Ne, sind die vier. Okay, was hinten, dass im Skriftding ist nicht mal ein Abenteuer laut dem hier, oder was? Das wird ja nicht angezeigt. Das machen wir einfach mal zuerst, wenn die das eigentlich zeigen. Das Gefahren habe ich auch noch gar nicht gemacht, wirklich. Habe ich nie wirklich benutzt, die Dinger. Drei Minuten Bronze. So, hier, ja, Vollgas oder so. Kann ja viel schneller werden als das. Wasserbomben, Turboschub. Sag mal so, sagen, solange man ja nicht irgendwie so komisch stiften muss wie mit dem Rollkäfern, sollte es ja jetzt nicht so schwierig sein, oder? Sagen wir die Kurven alle easy kriegt. Oh. Okay, ich hab nichts gesagt. Okay, wir laufen, müssen neu starten. Jetzt kann ich dann irgendwie vernünftig. Ich glaube, man kann aber nicht vernünftig driften. Ich muss halt einfach früher bremsen, oder? Ja, dann bleib ich ja stehen. Dann kann ich ja nur, man kann ja langsamer fahren, dann halt bremsen halt dementsprechend. Aber ansonsten ist es nicht so, dass ich irgendwie eine andere Wahl hab. Bis ich hier eine Handbremse hab oder so. Muss ich nächstes Mal einfach vom Gas runtergehen. So.
Den habe ich noch bekommen hier, ne? So, kommen wir das runter. Wild hier, ein bisschen bremsen. Sieht ja schon besser aus. Nochmal bremsen. Oh Gott, von da rechts. Ah. Ich glaube, mit Gold wird das ja nichts, ey. Wenn wir hier Gold bekommen, müssen wir ein bisschen besser in Übung sein, was die Skiff angeht. Den Firma Boost kann ich mehr benutzen hier auf 5. Jetzt, weil ich erwartet habe, dass ich vorbeifahre, weil ich so viel Gas gebe. Okay, jetzt hier einfach zum Gas geben, den Boost einfach wieder benutzen. Ich kann auch gerade ausfahren. Wait. Oh mein Gott, wir bekommen sich das eine, die ich verpasst habe. WTF. Ja, schade, wir waren eigentlich ganz gut dabei. Next try. So, gleich wieder bremsen. Buchstehen muss er hier wieder für die Stelle hier auf. Und jetzt hier quasi abbremsen, um hier rumzukommen. Oh, Alter, ey. So, Boost aktivieren. Wenn wir Gas kriegen. So, wo bin ich jetzt eben gerade dran vorbeigefahren? Weil ich einfach blind war, ich gerade irgendwie nicht ganz anwesend oder so gefühlt. Bin ich einfach nur geradeaus hier, oder nicht? Bin ich nicht einfach dran vorbeigefahren? Keine Ahnung, wie ich eben gerade eben vorbeigefahren bin. War ich echt ganz bei der Sache gerade, ey. Ich ging eigentlich nur geradeaus. So, ist die Kurve hier groß genug, dass wir die kriegen, ohne abzubremsen? Dann wird er sehen. Oder vielleicht fällt er gegen den Stein. Das schaffen wir. Driften oder so. Und das wäre, glaube ich, ein bisschen eng. Hier muss ich abbremsen. Boost wieder aktivieren. Und gleich haben sie auch schon geschafft. Und wir haben sogar Gold geschafft. Oh, nehme ich mit. Dafür ist das erste Mal so ein Skiff, richtig gefahren bin, gefühlt. So, dann haben wir das hier oben. Und dann sind wir auch schon durch. Wie gesagt, was andere unten, das hatten wir ja schon in der Story gemacht. Das brauche ich nicht nochmal machen. Aber ich bin falsch gewesen. Ich will hier oben nicht im Boden. So. Ja, wie gesagt, von der Theorie würde ich dann morgen tatsächlich doch dann gleich wieder mit Events anfangen. Du wirst halt dann auf der Map hier halt die Events machen. Einfach mal gucken, ob ich dafür noch eine Gruppe finde wieder. So, warum geht's denn hier? Bringen wir was einsammeln. 10, 20, 30. Das hier? Ich glaube, mein Weg war schon mal nicht so optimal. Ich überhaupt, wie viel ich eingesammelt habe. Ich glaube, mein Weg war richtig scheiße. Ich glaube, ich habe gleich 10. Ja gut, das ist halt so ein Ding, ne? Wieder, du musst halt auswählen, bis du halt den richtigen Weg hast, sag ich mal. Dann fertig. 10, also 20 will ich schon schaffen. Die Zeitbegrenzung ist ja ey, fast scheißegal, ganz ehrlich. Du bist eh viel schneller unten, als wie du an Zeit hast, oder nicht? So, weil wir machen erstmal so. Dann gucken wir mal. Ich glaube, also der Start ist auf jeden Fall hier. Dann dat. Wie fliegt man hier halt am besten? Das hat gar nicht fallen lassen. Hat immer irgendwas mitnehmen, was auf derselben Höhe ist. Ne? Habe ich den? Komm ich da noch ran? Hier wieder rüber. Den da. Den da. Das wird nichts mehr. Das wären auch wieder keine 20. Das wäre gar nichts, das wären noch weniger als eben, ey. Oh Gott. No, ich krieg die alle nicht, ne? Das wären auch keine 20. Ja, wie gesagt, ich muss halt den optimalen Weg nachher wissen und dann fertig, ne? Das ist halt, dann fliegst du mal dieselbe Route und das ist auch nicht schwierig. Ja, das sind, glaube ich, auch keine 20. Nee. Tja, ganz ehrlich. Deshalb habe ich jetzt auch keinen Bock mehr drauf, das noch 10 Mal ausprobieren. Ich würde aber sagen, das war's dann für heute. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.